Na, was heißt campen? Die kommen hier halt nicht mehr raus. Und Light Knight hat sich jetzt... Ey, der hat sich wirklich beide geschnappt. Hey, das ist geil. Ach so, sind sie da vorne dran? 5 Sekunden? Der Witter hält sich natürlich nicht dran. Guck mal kurz nach, ob da wer campt. Sieht nicht so aus. Also ich habe nichts gesehen, wir können dazu nichts sagen. Ging halt am Schiri vorbei. Badehaus, dazu habe ich schon genug gesagt. Deshalb sind wir ja alle für Team Blau. So. Das könnte fair ausgehen. Rishi wird von Fili getötet. Xemnas tötet Lion und Donphin tötet Xemnas und dann bleiben hier noch Donphin und Rishi über. Das mit dem Springen, wer die ganze Zeit die Springtaste drückt, das sieht immer aus, als ob sie fliegen. Jo, da ist Donphin platt. 11, 11, 10, 10 und der Witter? Macht der überhaupt noch was? Hallo? Ja, aber jetzt wird er wieder angegriffen. Ja, genau, macht den Witter scharf auf dich, wo der da oben so friedlich rumstand. Aber jetzt erleben wir wieder die reinste Witter-Action. Ah, jetzt hat er sich verfangen. Auf Death Note ist er fokussiert. Und er ist schlau, er kommt raus. Oh, aber nur, um sich Big Butterfree zu schnappen. Na, wie kommt man da unten rein? Na, kommst du runter? Nein, du gehst lieber wieder hoch, oder doch nicht? Aber es ist schon interessant, ich meine, der Witter ist quasi ein neutraler Faktor. Ihm ist scheißegal, was es ist. Übrigens, ihr braucht keine Pokémon fortschlagen, denn das Pokémon ist diese Woche schon fertig. Und um so ein bisschen Hilfe zu beurteilen, es ist dieses Mal ein Wasser-Pokémon. Das hatte ich schon erwähnt. Lion tötet Xemnas. Nee, Xemnas tötet Lion. Donphin tötet Reshi. Donphin tötet Xemnas. Death Note tötet Donphin. Twilly tötet Death Note. Boah, was eine Reihenfolge. Da gab es richtig Punkte jetzt. Und der Witter macht wieder Pause. Oh, wer gewinnt denn da? Kriegt der Reshi tot? Man muss sagen, Light Knight, der macht das gut. Der macht das wirklich, also... Für einen Neuling, der uns gar nicht kennt, der die Arena nicht kennt, die meisten hier kennen die Arena ja schon. Ah, hier hat eine Fledermaus gespawnt. Ist ja niedlich. Hallo, kleine Fledermaus. Ist ja toll, dass die hier drin spawnen. Das macht nochmal zusätzlich Spaß. So ein Fledermaus-Spawner wäre natürlich auch nice. Ist hier irgendwas drin? Ups, habe ich da wen weggestoßen? Oder gibt's hier, habe ich Fledermauseier hier drin? Nö. Oh! Ah, Quieper-Eier. Noch 10 Stück. Komm, die holen wir mal alle raus. Witter alleine reicht nicht. Wir brauchen auch noch Quieper. Xemnas hat Twilly getötet. Und Deo oder BBF ist momentan... Oh, die stehen alle auf einer Stufe da. Anstatt in der entgegengesetzten Richtung zu kämpfen. Nein, sie müssen hier beim Witter kämpfen. Macht wahrscheinlich zusätzlichen Anreiz und zusätzlich Spaß. Boah, hätte ich die Glasmauer nicht drum. Das Ding wird so Amok laufen und meine ganzen Zuchttiere platt machen. Na, die campen doch wohl nicht etwa? Ja, Twilly klärt. Ist doch Twilly, oder? Ja. Ah, oder Twilly wird geklärt. Den haben wir da hinten. Da hinten hat jemand Pfeile im Rücken. Jede Menge Pfeile. BBF. Das ist übrigens hier der einzige Ausgang und den kann halt nur ich benutzen, weil keiner kommt so schnell da hoch und durch, wenn er nicht fliegen kann. Wer ist das da? Rishi versteckt sich so ein bisschen. Und die Enderaugen sind natürlich auch ein gutes Mittel, um Ziele auf sich aufmerksam zu machen. Hallo Deo. Ah. Batsch. Und Falling Down ins Feuer, nochmal runter. Und wie viel Leben hat das gekostet? Genug. Wieso kommt Deo hier nicht hoch? Ach so, ich dachte schon, wäre was kaputt. Wo ist Lion denn? Hätte so wenig Leben. Mal gucken, wie viel er jetzt noch über hat. Das ist Donphin. Wo ist denn unser anderes Opfer? Also was diese Arena
auf jeden Fall fehlt, das ist ein Opferlamm. Und da ich ein großer Fan von Opferlämmern bin. Und ich glaube, da wurde wieder mal... Irodeo sagte mir gerade... Ja, das habe ich auch so mitbekommen hier gerade. Also... Reshi minus 1, Deo plus 1. Die Regel gab es vorher. Und jetzt... Twilly? Twilly kriegt ein Schaf. Mal gucken, ob er es benutzt. Nö. Ach doch. Oh. Es hat Selbstmord begangen, nachdem es Twilly gesehen hat. So schade. Adeo arbeitet sich jetzt nach oben. Wenn er noch ein paar Mal stirbt, könnte er die anderen mit reinreißen. Und es sind noch, es ist noch 14 Minuten sind es noch. Ich gebe Twilly noch ein Schaf. Denn jeder mag Opferlämmer. Oh nee, er hat gerade genug Freunde. Der Steinkrieper kommt. Nö, der will nicht mit Twilly spielen. Und ich habe gerade Spaß daran, Schafe zu erstellen. Ich weiß nicht wieso. Ah, da drin gibt es gerade Action. Gucken wir mal, ob wir dazukommen. Ja, eine Leiter hochzukrabbeln, wo oben ein Schütze dran steht, ist niemals eine gute Idee. Trotzdem hat Twilly es geklärt. Da steht er, mit 3 Leben hat das überlebt. Und ich gebe ihm noch ein Schaf. So, und jetzt suchen wir uns mal jemand anderen, dem wir Schafe schenken können. Twilly ist verwirrt. Schaf verwirrt Twilly. Und Xemnas trifft Twilly kritisch. Hier, guck mal, kriegst du ein Schaf geschenkt. Und da hat er das Schaf auch schon umgebracht. Wie ein Witter es normal tut. Ein Witter kennt weder Freund noch Feind. Aber der sitzt da fest, habe ich das Gefühl. Naja, mein Gott. Zumindest ist es eine muntere Kanone auf dem Turm. Xemnas hat wieder mal Twilly getötet. Oh, das könnte noch mal eng werden. Und nein, es gibt kein Feuer-Pokémon. Feuer-Pokémon gab es letzte Woche. Diese Woche kann es nur ein Wasser-Pokémon geben. Und von daher... Ui, da knallt es richtig. Das sind die Creeper, die ich gerade erstellt habe. Ja, ich sollte mich nicht so in das Turnier einmischen. Und... Da kam mir wieder was zugeflogen. Ich werf mal so ein bisschen Schrott hier aus dem Inventar raus. Ah, nicht mein Schaf! Ich will doch weiter Schafe erzeugen. Ja, bleibt hier vor dem Witter stehen. Ich guck mal, ob ich ihn da rausgelockt krieg. So. Jetzt ist er wieder frei. Frei wie ein Vogel. Ah, und er fliegt so schön. Und sucht sich gleich sein Opfer. Da steht auch noch das Opferlamm drin. Miep. Oh, das Schaf steckt fest. Bumm. Also ich meine, ab und zu hat man das Gefühl, dass der Witter einfach nur wahllos in der Gegend herumballert. Und irgendwie von einer Wand an die andere klebt. Also, ja, ich weiß nicht. Die KI von dem Vieh ist mir noch etwas zu blödelhaft. Ah, da gehen zwei. Nee, der wird eingekesselt. Der gute Twilly wird eingekesselt. Aber jetzt kommt Donphin und klärt es. Und Reshi tötet Lion Knight. Xemnas tötet Twilly. Und ja, Lion Knight und Donphin stehen zwar noch ganz oben, aber von den Punkten her wird es langsam wieder knapper für Team Blau. Der Vorsprung war schon deutlicher. Obwohl momentan da oben 2 Punkte, da ausgeglichen. 3, 6, 8. 8 Punkte sind das. Reshiram hat Theo getötet und damit sind es nur noch 7 Punkte. Na, da vorne aufpassen. Hält sich jeder dran? Ja. Death Note hat auch gerade nicht nach hinten geguckt und damit holt Twilly wieder einen Punkt für Team Blau. Und Death Note macht wirklich einen Scheißjob, der gute Pia. Ich meine, der steht ja ganz oben auf der Liste. Dann kriegt er natürlich auch den Stiefkopf. Vielleicht will er den ja haben. Und Reshi?
Naja, in dem Fall kam Twilly allerdings nach Death hoch. Da kann man nichts sagen. Weil Death hat ja schon in den Kampf eingegriffen gehabt. Und Reshi, Twilly, Xemnas Twilly. Und jetzt, wen haben sie da in der Ecke? Dort haben sie Lion Knight. Ich habe übrigens überlegt, da ja so viele es sich wünschen, vielleicht irgendwo ein Biom komplett mit einer Mauer zu umrunden und dort ein Hunger Game drin stattfinden zu lassen. Dann würde es halt verschiedene Pokémon zur Auswahl geben. Jedes Pokémon wäre an den Spieler gebunden. Und entsprechend wäre es dort gekommen. Jira. So. Ich bin ja immer noch gespannt. Also der Witter, der sitzt jetzt dort oben. Der sitzt sich auch irgendwo hin und bleibt dort sitzen. Also man muss ihn wirklich auf... Boah, das war knapp. Aufscheuchen. Auf wen fokussiert der Arsch sich da eigentlich? Hä? Hat er sich gerade selbst abgeschossen? Junge. So. Man muss ihn zwischendurch einfach mal schlagen, damit man ihn lieb hat. Reshiram tötet Lion Knight. Das heißt, da unten steht es dann wieder 10-10. Und ich habe keine Ahnung, was mit dem Witter los ist, aber der ist irgendwie dummdödelig. Und Reshi schafft das Twilly zu vernichten. Ja. Und wird vom Witter getötet? Wo ist der Arsch denn? Ach, da hinten ist der Arsch. Boah, schießt der weit. Naja, vielleicht kriegt Twilly ja auch den zweiten Steve-Kopf. Was slayed bei Witter, Death Note. Nein, er verteidigt seinen Vorsprung wacker. Und wenn er dafür in den Witter hüpfen muss, Deo tötet Butterfree und schon ist der Vorsprung wieder etwas höher. Und ich reiß mir gerade das Headset hier vom Kopf. Ah, jetzt gibt der Witter Gas, also. Also jetzt macht er hier Jagd, aber auf Team Blau. Auf Lion Knight. Oh, ja, da zusammen jetzt zu laufen. Oh, und da kommt die Horde Feuerqueeper. Warum rennen die alle durchs Feuer, diese Idioten-Spastenviecher? Ja, jetzt noch was gegen den Witter zu machen in den letzten 7 Minuten lohnt sich vielleicht auch nicht mehr. Und Team Rot ist auch dagegen, den Witter abzuschießen. Ich finde, er ist eine gute Bereicherung. Ich habe schon überlegt, fürs nächste Turnier sperre ich ihn einfach irgendwo ein, wo er einfach nur im Kreis schießen kann. Das wäre doch sicher dann auch eine lustige Sache, so als automatischer Geschützturm. Und hier sehen wir mal einen Witterkopf beim Fliegen zu. Da schlägt er ein. Ziemlich langsam, die Dinger. Lol. Es gibt langsame und es gibt schnelle. Das ist wirklich interessant. Ah, was ist denn da drinnen los? Da brennt jemand und da rennt jemand und das gehört eigentlich zur gleichen Gruppe. Ah, wieder einer, der vom Witter verfolgt wird und in die Sicherheit geht. Aber, oh, er geht, rennt genau in das Haus, wo Team Rot eigentlich drin stationiert war. Und jetzt auf Lein drauf zu hauen, wäre eigentlich eine sehr schlaue Idee, Xemnas. Ich glaube, er tut das auch. Huch, nein. Boah. Jetzt hat sich der Witter aber eingeschossen hier. Sehr zielgenau ist der Gute nicht. Huch, wir haben aus dem Weg hier. Man muss halt in Bewegung bleiben. Ja, der Witter hat was gegen Blau, aber jetzt geht er doch auf Xemnas los. Rot, Blau, wo ist Blau? Also noch ist Rot natürlich in Blau natürlich in Führung. Und die letzten 6 Minuten laufen an. Dann wird, wie beim letzten Mal, wird dann die Tür unten wieder eingesetzt. Und die kann ich eigentlich schon mal raussuchen. Momentan ist hier eh alles so ein bisschen ruhig hier. Ich hoffe es zumindest, dass wir nichts verpassen, wenn ich mir die Tür reinziehe.
Und dann wird noch so lange gekämpft, bis der letzte oder nur noch ein Team am Leben ist. Was natürlich bedeutet, dass dieses Team